Die Welt besitzt gewisse Schönheitsideale, die auf einen zutreffen müssen, um zum Beispiel eine Karriere als Model durchzustarten. Aber heute zeige ich euch, dass es nicht immer so sein muss. Heute mit den 5 ungewöhnlichsten Models in der Fashion-Industrie. Los geht's! Jillian Mercado. Ein kleiner Gag wandelte sich bei dieser Frau in eine echte Karriere. Die Modereporterin Jillian Mercado bewarb sich für einen Modelauftritt bei der Fashionmarke Diesel, ohne ernsthafte Überlegungen zu haben, da wirklich mitzumachen. Denn sie dachte, wegen ihrer Bindung an ihren Rollstuhl kommt sie eh nicht durch die Bewerbungsphasen. Diesel sah dies aber anders, guckten über ihre Behinderungen weg und wählten ihr Gesicht für eines ihrer Kampagnen. Da war mal eine Jury am Werk, die noch ein Herz besaßen. Unglaublich. Tel Brown Young. Tel Brown Young war in der letzten Saison in der Reality-Serie America's Next Topmodel. Sie hat allerdings auch ein kleines Problem. Sie leidet an der Hautkrankheit Vitiligo, die ihre Pigmente zerfrisst und weiße Stellen auf der Haut erzeugt. Aber bitte nennt sie jetzt nicht Panda. Der Showfotograf machte diesen Fehler und sie aß ihn lebendig. Nein, kleiner Spaß. Alles lief natürlich ganz zivilisiert, aber sowas geht echt gar nicht. Defen Self. Man ist nie zu alt, um Unterwäsche zu präsentieren. Das dachte sich sicherlich auch die 85-jährige Defen Self. Die Großmutter ist schon seit 60 Jahren im Geschäft des Modelns. Kleines Problem, sie hat anscheinend die ganze Zeit nicht in den Spiegel geguckt, denn sonst müsste sie doch merken, dass sie ein bisschen zu alt fürs Modeln ist, oder? Anscheinend nicht. Sie hat keinen Charme und modelt bis heute noch für Dessous. Ja, was haltet ihr davon? Also, ich finde diese Idee, bis ins hohe Alter zu modeln, ein bisschen alt und faltig. Jeder sollte aber wissen, was er macht. Moffi. Moffi beweist, dass man fürs Modeln nicht unbedingt den geraden Durchblick haben muss. Auch wenn man schielt, kann man seinen Körper trotzdem wirklich gut präsentieren. Die Ausrichtung der Augen wird ja auch allgemein überbewertet. Meiner Meinung nach setzt sie damit einen klaren Maßstab, dass man trotz eines speziellen Blickwinkels alles schaffen kann. Michael Raffinelli. Michael Raffinelli behauptet, die größten Hüften, also den größten Ass der Welt zu haben. Das glaube ich ihr auch. So etwas Gigantisches ist schwer zu übertreffen. Sie meint, sie braucht im Flugzeug 2 Plätze, um sitzen zu können, und ein normales Auto tut's bei der Hüfte auch nicht mehr. Laut eigener Aussage braucht sie einen Truck, um fahren zu können. Allerdings ist sie mit ihren übergroßen Hüften total zufrieden und nutzt diese auch, um richtig Geld zu machen. Sie modelt als Oversize-Model für die Mädchen, die ein bisschen schwerere Knochen als der Durchschnitt haben. Respekt. All diese Menschen zeigen, dass man sich nicht unterkriegen sollte und dass man seine Schwächen vielleicht auch als Stärke nutzen kann. Probiert es doch einfach mal aus. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt dem Video ein Like und teilt das Video mit euren Freunden. Link dazu in der Beschreibung. Und abonniert den Kanal für noch mehr coole Videos. Und damit haut raus, wir hören uns das nächste Mal. Bye!